So, hallo. Hallo und willkommen in meinem Webinar für heute. Ich werde heute ein bisschen was über die arabische Kalligrafie erzählen. Hallo Maria, hallo Martin. Willkommen. Sollen wir vielleicht doch noch lieber ein bisschen warten? Hallo Ayash. Ja, schön, dass ihr jetzt langsam hier reinkommt. Hallo Marek. So, ich fange mal einfach jetzt an. mein Name ist Daniel Arab. Ich bin Künstler, Kalligraf, Grafiker aus Berlin mit Atelier in Berlin. Ihr seid hier gerade auch in meinem Atelier. Ich werde heute ein bisschen was über die arabische Kalligrafie erzählen. Werde ein bisschen in der Geschichte, die Geschichte der Kalligrafie einmal durchgehen und dann ein bisschen mal gucken, wie es heutzutage verwendet wird. Ich selber bin im Libanon aufgewachsen, daher habe ich mein Arabisch her. Mit Kunst bzw. Gestaltung, meine erste Berührung oder Typografie auch, war mit Graffiti tatsächlich. Das war auch noch im Libanon. Ich bin eigentlich eher durch einen Zufall auf die arabische Kalligrafie dann gestoßen. Ich hatte einen Kumpel im Libanon, seine Mutter hat den Imbiss. Sie wollte so ein Angebot machen für ein, Salam alaikum, Cornelia, für ein Shawarma, also so ein Schild, es soll geschrieben sein, dass ein Angebot gerade ist auf ein Shawarma. Und da hieß es, Daniel, du kannst doch so gut mit Buchstaben, kannst du das nicht mal schnell machen? Und gesagt, getan. Die waren alle begeistert. Ich persönlich fand es hässlich. Es fiel mir sehr schwer. Und das hat mich einfach sehr irritiert, weil ich kann die Sprache, ich kann durch Graffiti hatte ich ein bisschen Berührung mit Gestaltung und so. Und das hat mich einfach gejuckt, dass ich das nicht hinbekommen habe so schön. Und dann bin ich einfach an demselben Abend, war ich dann zu Hause und da habe ich einfach Stift und Papier in der Hand genommen und habe da angefangen, weil ich wollte das einfach schaffen. Und da hat man dann gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Ja, aber 20 Jahre später sitze ich jetzt hier und gebe selber einen Vortrag über arabische Kalligrafie. Also irgendwas habe ich schon dazu gelernt. Tatsächlich aber alles selber beigebracht. Also ich habe jetzt keinen Kalligrafiemeister-Lehre gehabt oder sowas ähnliches. Ich habe es durch die Praxis selber gelernt, learning by doing. Und wenn ich dann selber Kurse gebe und so, mag ich das dann halt auch genauso zeigen. Aber darüber werden wir gleich reden. Wir fangen einfach mal ganz basic an. Ja, das Wort Kalligrafie. Woher kommt das? Das kommt eigentlich aus dem Griechischen. Das steht für Schönschreiben bzw. Schönschrift. Ganz typisch für die Kalligrafie ist natürlich, dass es mit der Hand geschrieben wird. Tinte und Feder gehören immer dazu oder meistens dazu, vor allem früher. Früher hat man, wie man hier links sieht, so Bambusstäbchen geholt, die hat man dann zurecht geschnitzt, so dass man vorne eine klare, scharfe, schmale Kante hatte. Und mit dieser Feder hat man dann in der Tinte getunkt und so konnte man mit dieser Feder Buchstabenelemente zeichnen bzw. schreiben, bzw. wie ihr jetzt hier rechts sieht. Je nachdem, wie ich dann den Winkel halte und ich dann ziehe. Je nachdem, wie man das dann zieht, so entstehen auch die Formen. Nur nochmal schnell, um das aus dem Weg zu haben, um nicht durcheinander zu bringen, was ist Kalligrafie, was ist Lettering. Lettering ist natürlich jetzt ein moderner Begriff, der auch sich mit Typografie befasst. Der Unterschied bei Lettering ist natürlich, dass man meistens eine runde Feder benutzt, beziehungsweise einen runden Tippstift. Da kann man derselbe Effekt wie bei der Kalligrafie erzeugen. Man bräuchte aber, wie man hier rechts sieht, mindestens 3 Schritte, um das zu tun. Dementsprechend ist das halt, wie gesagt, genau das Besondere an der Kalligrafie, dass diese Formen mit einem Zug eigentlich entstehen. Ja, die Kalligrafie ist natürlich jetzt nicht nur exklusiv arabisch. Kalligrafie gab es in jeder Hochkultur, jede
Kultur, die meinte, die hat was Wichtiges zu erzählen oder man hatte einen schönen Inhalt. All diese Texte sollten halt auch dementsprechend hübsch aussehen, schön geschrieben sein. Und so wurde halt die Kalligraphie eingesetzt, egal ob es jetzt in China oder in Japan oder hier in Europa mit der Latein, Schrift oder natürlich halt im arabischen Raum. Die Besonderheit im arabischen Raum ist natürlich, es gab ja die Schrift früher und dann kam irgendwann mal halt der Islam dazu. Mit der Ankunft der Islam, eine Religion, die abstrakt sein soll, die auch die Götzenanbetung bekämpfen wollte. Das ist natürlich hier ein bisschen quasi, da gab es dieses ungeschriebene Gesetz, das ist ein bisschen kontrovers, weil es halt nicht so eindeutig ist. Auf jeden Fall, dieses ungeschriebene Gesetz hat halt die Menschen dazu gebracht, quasi es wurde ein Bilderverbot verhängt. Aber was damit gemeint wurde, war, dass man halt nicht menschliche Wesen oder halt Tiere abbildet, beziehungsweise alles, was eigentlich Gott überlassen ist. Das war dann für Gott und der Mensch durfte sich halt an alles, was abstrakt ist, bedienen. Und daher, dass man halt diese Einengung hatte oder Beschränkung, hat man dann im arabischen Raum sich viel mehr Mühe gegeben und man hatte viel mehr nun viel mehr Konzentration auf die Schrift. Nicht nur die Schrift selber, sondern insgesamt alles Abstrakte. So hat man natürlich auch diese bekannten geometrischen Muster, diese symmetrischen Ornamente, die man so kennt vom arabischen Raum, kreiert. Die hat man auch verwendet als Dekorationsobjekte, um die Schrift selber zu dekorieren. Solange es abstrakt war, war es erlaubt und da hat man sich wirklich bis zum letzten Punkt vertieft. Diese geometrischen Muster sind super hübsch, sehr komplex, ist auch ein Thema für sich. Deswegen würde ich das jetzt nur kurz erwähnen. An sich wäre schon ein Webinar allein dafür notwendig, sage ich mal so. Wir bleiben aber jetzt mal bei der Kalligraphie. Ja, die arabische Schrift an sich kann man so ganz grob gesagt in zwei Stilrichtungen aufteilen. Einmal die quadratische Kufi und einmal die Nasri-Schrift. Die Kufi war mehr systemlos, sage ich mal so, einfach per Hand geschrieben. Bei der Nasri-Schrift wurde alles ein bisschen abgerundet und da kam halt immer mehr System rein. Es gab auch mehrere Substile, weil der arabische Raum, der war halt geografisch gesehen sehr groß, also die Fläche war sehr groß. So hat man dann quasi in Marokko immer leicht unterschiedlich, ganz ein bisschen anders geschrieben als jetzt in Palästina, sage ich mal so. Und deswegen entstanden halt einige Subkategorien. Die kann man aber trotzdem quasi immer wieder reinpacken, ob es jetzt in Kufi oder Nasri. Kommen wir hier zu dem Unterschied zwischen Kufi und Nasri. Also Kufi, wie gesagt, das ist eigentlich eher so die ältere Version. Und als der Koran kam, hat man auch erstmal die Kufi verwendet. Ihr seht hier links, ist ein Bild vom allerersten Koran, der in der Kufi-Schrift geschrieben wurde. Und wie ihr seht, da ist halt nicht viel Systematik. Rutscht sogar leicht nach links runter und das ist halt eigentlich nicht sehr hübsch. So hat man dann irgendwann mal, wollte man das erneuern, die Schrift, ein bisschen lesbarer machen und natürlich ein bisschen hübscher, weil es soll auch aus Respekt zu das, was geschrieben wurde, es soll halt schön dargestellt werden. Und natürlich ein System reinzubringen, dient jetzt nicht nur der Lesbarkeit, sondern die Reproduktion. Dementsprechend Nasri, also das Wort Nasr, bedeutet auch kopieren bzw. multiplizieren auf Arabisch. Und deswegen hat sie halt den Namen Nasri bekommen. Die Kufi selber, die quadratische Kufi, wurde quasi immer quadratischer
wurde aber auch immer weniger verwendet für längere Texte. So hat man das aber trotzdem beibehalten, aber hauptsächlich mehr als Deko-Element. Das sieht man das hier ganz schön, wie es halt in der Architektur verwendet wird. Ich finde es sehr zeitlos, es sieht immer noch super modern aus. Und lesbar ist sie trotzdem. Lesbar ist sie in der spiralförmig, ist sie lesbar. Aber man kann damit halt nicht super lange Texte da schreiben, weil es wird einfach schwer lesbar. Und deshalb wurde es halt reduziert für kleinere Sätze, kleinere Wörter, aber immerhin noch bis heute verwendet. Ja, kommen wir mal wieder zurück zum System der Nasri-Schrift. Also, wie gesagt, man wollte halt ein System haben, damit alles ein bisschen lesbarer ist, aber man sollte auch wissen, wie man das nachschreibt, beziehungsweise so nachschreibt, dass der Nächste das wieder auch genau gut lesen kann. So hat man halt dann eine Maßeinheit gebraucht. Wir haben gesehen, am Anfang haben wir ja gesagt, diese Bambusstäbe, die hat man ja zurecht geschnitzt. Und dann je nachdem, wie breit man die geschnitzt hat, so breit war dann halt auch der Zug. Und wenn man nur einmal im 45 Grad einmal so einen Punkt setzt, dann kriegt man einen Nokta. Nokta natürlich steht auch für das Wort Punkt. Diese Nokta, die ja dementsprechend, je nachdem wie breit die Feder war, hatte halt eine gewisse Maße. Und das wurde dann halt als Einheit verwendet. So hat man, das sieht man hier im Foto sehr gut, immer den ersten Buchstaben, jetzt in dem Fall natürlich das Aleph, hat man dann mit dieser Einheit dann gemessen. Also man hat dann drei Punkte, drei Nuktas lang war dann das Aleph. Dementsprechend wurde das B mit drei Nuktas, drei Punkte bemessen oder halt beschrieben. Und dadurch hat man halt eine gewisse Symmetrie und die Proportionen waren immer gleich und jeder konnte das nachvollziehen, wie er das dann selber quasi nochmal nachschreiben kann. Das wurde dann richtig in der Tiefe durchgezogen. Mathematiker und die Meister der Mathematik haben dann auch sogar mitgeholfen früher. Sieht man hier rechts ganz gut im Bild. Da hat man sogar die Geometrie mit eingesetzt, um diese Proportionen festzulegen, um auch Rundungen festzulegen. Eine Ein oder ein Gim oder so soll halt eine gewisse Rundung haben und diese Rundung ist natürlich wichtig beizubehalten. Links seht ihr auch nochmal das Bild, wie detailliert alles eigentlich bemessen wurde. Und das genau, mit diesem System hat man dann halt diese strengen Regeln dann verwendet, um natürlich diese Perfektion immer wieder neu hinzubringen. Wie es aber halt so ist, Künstler mögen natürlich Regeln nicht so gern, beziehungsweise sprengen gern mal den Rahmen und biegen mal ein paar Regeln. In der arabischen Kalligrafie war das nicht anders, nur der Unterschied war, die Kalligrafie, die arabische Kalligrafie, ist natürlich der große Stolz und die große Liebe der arabischen Welt. Und dementsprechend wollte man die Ästhetik eigentlich nicht berühren, nicht verändern oder modernisieren. Das war nicht notwendig. Das wurde ja perfektioniert, wie wir gesehen haben. Aber man konnte sich dann langsam ein bisschen abwenden vom Traditionellen, indem man sich immer mehr vom traditionellen Inhalt halt abgekoppelt hat. Jetzt konnte man auf einmal andere Sachen schreiben, die halt nicht unbedingt einen religiösen Inhalt haben. Diese Abkehr von diesen Regeln, dass man so langsam ein bisschen weg von der Religion, aber trotzdem die Ästhetik muss beibehalten werden, das wurde dann immer mehr. Und es wurde halt so, es ist so sehr vorangekommen, dieses Abkehren wahrscheinlich, ja, von den Regeln, so dass die Künstler dann nicht nur nicht religiöse Texte geschrieben haben, sondern tatsächlich komplett abstrakt geschrieben haben. Bedeutet, es wurde kein Inhalt geschrieben, es ging nur darum, diese Ästhetik beizubehalten und die Ästhetik der Schrift beizubehalten. Also dieses Gespür dafür,
Nur der Inhalt war dann nicht mehr wichtig. Ich zeige euch hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt von mir die Arbeit, wie so abstrakte Kalligrafie aussehen kann. Ihr seht, das sieht aus, als gäbe da was geschrieben, vor allem unten links. Durch die Längen würde man behaupten, dass da was steht. Tatsächlich steht dann natürlich nichts. Aber dieselbe Ästhetik ist beibehalten. Ich habe das Gefühl, es ist was Arabisches geschrieben ist. Und ich merke, dieser Kalligrafie-Effekt, der kommt rüber und die Feder kommt rüber und dementsprechend. Kommen wir zurück zur Feder. Also die Feder, die war natürlich aus Bambus schön und gut. Das Ding ist aber nur, dass natürlich der Mensch will sich ja auch weiterentwickeln. So hat man halt diese Feder auch irgendwann mal weiterentwickelt. Und zwar kamen dann irgendwann mal diese Metallfedern, die sogenannten Plakatfedern. Die funktionieren genauso mit demselben Prinzip wie einem Bambus, wie ein Bambusstäbchen. Nur der Unterschied war natürlich, dadurch, dass es Metall war und nicht aus Bambus, waren die Ränder und die Kanten immer zu 100% scharf. Und das hat halt auch länger gehalten, dass diese Kanten scharf waren, ohne dass man wieder nachschnitzen oder überhaupt die Feder zu wechseln. Auch dazu kam natürlich, dass die Bambusstäbe, wenn man die tunkt in Tinte, haben die eine gewisse, also die haben halt dann ein bisschen Tinte mitgenommen und damit konnte man ein bisschen schreiben, aber dann musste man irgendwann mal wieder nachtunken. Bei den Plakatfedern war das so, dass die irgendwann mal einen kleinen Tank drin bekommen haben. So musste man natürlich immer wieder nachtunken, aber man konnte viel länger erstmal schreiben, bevor man wieder stoppen muss, um nochmal nachzutunken. Das macht das alles natürlich ein bisschen leichter. Heutzutage, ganz rechts, seht ihr ein Edding mit Kalligrafiespitze. Der Sinn ist wieder 1:1 dasselbe. Wir haben eine schmale Seite versus eine breite Seite und der Winkel, der entscheidet, wie die Form rauskommt. Nur beim Stift ist es natürlich so, die Tintenführung ist natürlich unendlich. Das macht mich viel schneller damit. Ich muss nicht ab und zu mal stoppen. Ich habe auch keine Gefahr, dass etwas tropft oder so. Und ja, also so sieht es dann heutzutage aus. Ein bisschen leichter geworden. Was natürlich heutzutage auch dazu kam, ist natürlich der Computer. Der Computer hat natürlich alles verändert. Zeige ich euch hier mal ein Beispiel von mir, wie quasi die nächste Stufe war nach dem Edding oder nach der Tinte, ist, man fotografiert es, man stellt es frei am Rechner, stärkt die Kontraste und schon kann ich das digitalisieren. Die Digitalisierung geht mit iPad, geht mit Computer, aber es lässt einem halt ein bisschen freier im Nachhinein die Arbeit bearbeiten, vor allem mit Farben, Formen, vielleicht leichte Korrekturen, sollte irgendwas vielleicht schief sein. Ja, und Hayat al-Halwa steht hier, das schöne Leben. Noch ein Beispiel von mir selber. Das sind jetzt Kalligrafien bzw. Schriften, die sind geschrieben auf dem Computer, auf dem iPad direkt. Also man braucht im Prinzip dann gar keine Tinte mehr, sondern ich kann einfach direkt auf dem iPad mit dem Finger oder mit dem Stift direkt mit einem flachen Brush kann ich denselben Effekt nacheifern, wie jetzt hätte ich das mit der Tinte geschrieben. Nur natürlich komplett ohne Tinte, ohne gar nichts, direkt digital. Hier auch nochmal ein schöner Beispiel von Kalligrafie heutzutage, auch digital. Schöne Arbeiten hier von Studio Tarek Abdrissi in Holland. Ich weiß nicht, ob die eingescannt wurden, die Schriften, und dann am Computer nachgebaut oder direkt am Computer geschrieben. Aber typisch halt natürlich für das Digitale ist das schöne Clean, wie man sehen kann. Man kann das halt genau noch detaillierter bearbeiten und platzieren, umschwingen und vergrößern, verkleinern. Das ist nicht der große Vorteil von digitaler Arbeit. Wir bleiben im Digitalen. Wie ihr seht, wir sind jetzt sehr fern vom religiösen Inhalt. Wir sind jetzt im Kommerz gelandet. So. Einige Logos hier nochmal als Beispiel. Emirate, Wardi aus dem Libanon. Da sieht man, die alte klassische Kalligrafie funktioniert immer noch zeitlos, knallhart modern.
Nochmal ein Beispiel, was man so mit Kalligraphie machen kann. Das ist jetzt auch nochmal von mir. Da habe ich quasi das mit der Hand geschrieben. Dann wird es wieder eingescannt, so wie wir das gesehen haben, wie das dann digitalisiert wurde. Nur, dass ich da dann daraus nicht ein Bild gemacht habe, sondern ein Rapportmuster. Rapportmuster bedeutet, es ist quasi unendlich. Man kann das in der Länge drucken. Man sieht nicht, wo das Muster sich wiederholt. Es ist einfach ein unendliches Muster sozusagen. Bietet sich perfekt an für Textilien. Und so habe ich das halt dann digital auf dem Textil bedruckt, wo dann im Nachhinein, meine Mutter macht auch Produkte daraus, das seht ihr wahrscheinlich hier im Hintergrund, aber nur so, dass ihr mal eine Vorstellung habt, was alles quasi machbar ist. Kommen wir mal zu Graffiti. Natürlich, früher oder später, wenn ich mich in der Welt der Kalligraphie beschäftige, werde ich früher oder später an Graffiti anstoßen. Ich selber habe ja auch mit Graffiti angefangen und da habe ich eigentlich meine Liebe für Buchstaben entdeckt und bin dann auf Kalligraphie gegangen. Was das natürlich verbindet, ist diese große Konzentration auf Buchstaben. Graffiti beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit Typografie und mit Gestaltung, Farben. Wie kann ich einen Buchstaben interessanter machen? Wie kann ich die Limits erreichen? Von wie sehr kann ich das umschwingen? Wie sehr darf es noch lesbar sein, nicht lesbar? Auf jeden Fall kamen Graffiti und Kalligraphie früher oder später zusammen, offiziell, sag ich mal so. Und so entstand halt dieser neue Begriff, Kalligraffiti. Kalligraphie plus Graffiti. Macht Sinn? Kalligraffiti ist natürlich typischerweise ähnlich wie bei Graffiti auf der Straße zu sehen. Meistens auch in recht großen Wände, also es ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt eine Betonwand sein, es kann auch ein Metalltüreingang, auf jeden Fall ist es hauptsächlich auf der Straße. Die Tools, die man verwendet bei der Kalligraffiti, sind auch im Prinzip dieselben Tools, die man auch bei der Graffiti verwendet. Links nochmal wieder so ein Pinsel, der ist aber dann relativ breit. Das bedeutet, da habe ich wieder denselben Effekt wie bei der Feder. Ich habe eine gewisse schmale Seite, die aber in der Breite einen ganz großen Kontrast ergibt. Und dasselbe auch mit dieser Kappe, die ihr neben dem Pinsel seht. Die Kappe ist extra auch für Graffiti. Die kann man vorne drehen. Und je nachdem, wie man es gedreht hat, wenn ich einmal sprühe, kriege ich eine Linie gesprüht. Jetzt, wenn ich diese Linie einmal ziehe, habe ich wieder genau 1:1 dasselbe Prinzip, wie ich klein mit einer Feder schreiben würde, so würde ich groß mit einer Sprühdose machen. Das ist natürlich jetzt hier ein schöner Beispiel von Yazan Halwani aus Beirut. Ganz talentiert. Hier sehen wir auch, dass er dann auch die Sprühdose verwendet, um ein bisschen so diese Drips und so zu bekommen. Ich kann natürlich auch euch nicht über die arabische Kalligraffiti-Welt erzählen, ohne einmal El Cid erwähnt zu haben. Bekannt vielleicht hauptsächlich links, als er dann einen ganzen Stadtteil damit bemalt hatte. Interessant für mich war jetzt hier, wieso er hier drin ist, ist für dieses kulturelle Kalligraffiti, was er hier in Dubai stehen hat. Das finde ich halt sehr spannend, weil es bleibt immer noch abstrakt. Es ist nicht lesbar, es hat keinen Inhalt, den man im Prinzip dekodieren soll, sondern es ist einfach optisch die Ästhetik der arabischen Kalligraphie behalten. Nur hier hat er dann noch natürlich zusätzlich die räumliche Ebene mit reingebracht, also die dritte Ebene. Ja, nur so, dass ihr ein bisschen auch eine Inspiration dafür bekommt, wie raus kann ich gehen in der Wand, wie viel kann ich damit spielen. Ich kann wirklich viel machen mit der Schrift. Hier nochmal ein Beispiel von mir selber. Das bin ich in Kassel, da sollte ich für ein Festival den Boden bemalen. Und ja, so sieht sowas aus halt in der Mache. Ich selber habe dann, wie ihr oben rechts sieht, eigentlich so einen Pinsel bekommen. Für die Fläche war der mir ein bisschen, also nicht breit genug, weil der Effekt dann halt nicht so stark wäre bei dieser Größe an Buchstaben. So habe ich halt einfach noch einen Pinsel einfach dazugeklebt
Und im Prinzip haben wir dann schon wieder denselben Effekt, den wir erreichen wollten, dass wir eine gewisse Breite haben im Vergleich zu der, also die schmale Seite im Vergleich zu der breiten Seite. Wir wollten jetzt natürlich auch alle wissen, wie kann man das jetzt alles selber lernen. Ich habe es ja selber so gelernt, dass man das wirklich einfach mit Praxis auch erreichen kann. Man kann klein anfangen, ist es nicht so schwer reinzukommen, es ist schwieriger dran zu bleiben. Wenn man die Schrift selber nicht kann, beziehungsweise wenn ich jetzt Arabisch nicht kann, kann man eigentlich die Schrift auch als Bild betrachten. Und wenn ich das als Bild betrachte, kann ich das quasi auseinandernehmen und dann kann ich sehen, mit welchen kleinen Zügen diese eine komplexe Form gebaut wurde. Und das zeige ich auch immer in meinen Workshops, dass wir lernen erstmal die kleinen Schritte und das Komplexe müssen wir erstmal nicht sofort perfekt mit einem Zug schaffen, sondern wir können das wirklich auseinandernehmen und in den drei leichten Zügen passt das, kann man das genauso erreichen. Weil letztendlich, wenn der Buchstabe hübsch ist, ein Tor als lesbar ist, habe ich da eigentlich nicht viel falsch gemacht, sage ich mal so. Natürlich, wenn es zum System kommt, wieder von der Nasri-Schrift, dann gibt es halt natürlich diese Regeln. Aber wir bedienen uns ja jetzt ein bisschen mehr an das Kufi, wo alles ein bisschen freier ist. Ja, abgesehen davon, dass man wirklich ein bisschen Geduld mitbringen soll, Kalligrafie ist wirklich nichts, was man in einer Stunde lernen würde jetzt. Also ich kann mich nicht Kalligraf nennen nach einer Stunde, sorry. Was aber definitiv machbar ist, ist, beziehungsweise wie ihr das erreichen könnt, ist wirklich einfach nur machen, machen, machen. Es ist ein bisschen, man kann natürlich auch mal ab und zu stoppen, 2 Jahre und dann kommt man wieder rein. Da wird man merken, es ist nicht wirklich so ganz wie Fahrradfahren. Natürlich kann man das noch ein bisschen, aber man muss wirklich immer dabei sein, um das zu perfektionieren. Ich empfehle eigentlich zum Anfang vor allem, Materialien so günstig wie möglich zu finden. Jetzt in dem Fall mal sagen, bei der Papier, Auswahl sollte man darauf achten. Es ist nicht wichtig, wie teuer das Papier ist oder wie schick oder was auch immer es ist. Hauptsache, es ist leicht beschichtet, damit die Farbe, die Tinte nicht franzt. Und schon kann man eigentlich schon also loslegen. Genauso mit der Tinte. Nach oben gibt es da kein Preislimit, sage ich mal so. Aber es gibt auch sehr, sehr günstige Tinte, die man kaufen kann. Man kann auch die alten Nachfüllertinte, die nicht funktioniert haben beim Drucker zu Hause, kann man auch verwenden für die Kalligrafie. Diese Metallfedern selber, oder ich hatte gesehen im Chat, hat jemand den Parallel Pen von Pilot erwähnt. Das wäre mal sagen, eine gute Alternative, um los zum Anfang zu starten sozusagen. Mit nicht sehr viel Aufwand. Hauptsache, wie gesagt, dranbleiben und dann wird es schon. Dementsprechend komme ich jetzt zum Ende hier mit einem Bild, das auch von mir, da steht Sabr, Sabr für Geduld. Und ihr könnt mich auch gerne natürlich kontaktieren, dann können wir ein bisschen mehr darüber reden oder ihr kommt einfach mal auf den Workshop vorbei, da lernen wir dann zusammen das Einstiegswissen sozusagen, die leichten, die simplen Formen und dann im Nachhinein, wie kann ich daraus etwas Komplexeres machen, wie halt ein geschriebenes Wort oder ein gesamtes Bild vielleicht sogar. Ja, ich bedanke mich für eure Konzentration. Ich habe ab und zu was geschrieben, ich konnte da jetzt nicht gleichzeitig immer mitlesen. Ja, danke. Dankeschön. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, wäre das jetzt eigentlich ein guter Moment. Wir haben noch 1, 2 Minuten. Also, wenn ihr was zu sagen habt, sehr gerne.